Das Kriegsglück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Connor? Er verlangt nach dir. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht zu viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Na. Connor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen, Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden.
Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Feuern! Auf meinen Befehl! Feuer! Aufmerksamkeit!
Ihr halbes Segel! Auf alle Segel reifen! So lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Vorsicht, Captain! Auf Backbord! Backbord, Captain! Wie kommt er rum, wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen. Er hat nicht wirklich vor, sie zu entern. Hat er den Verstand verloren? Er wird uns auch alle umbringen. Haltet an! Wir sind hier, Captain Faulkner. Kommen! Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, interessant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieben. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie könnt ihr... Fünf von ihnen müssen in den Hafen.
Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten verschenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen. Doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Wo bist du, Charles? Fort. Komm schon. Du
bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Obwohl alles, was ich dir zeige... Deinem Volk nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Unter uns. Versprechen die Patrioten dasselbe? Sie versprechen Freiheit. Was will ich dir wieder und wieder? Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Deshalb werden die Templer niemals untergehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden.